Ich bin ganz viel immer über Lektüre zu Themen gekommen. Ich habe mein Leben lang immer sehr viel gelesen. Ich war dann auch sehr interessiert an Lesefutter, mir Wissen anzueignen und auch tatsächlich irgendwie autodidaktisch so ein bisschen vorzugehen. Und ich hatte dann eigentlich relativ früh Interesse daran, mehr zu erfahren über die Situation von Frauen. Und kam dann so als Schülerin, klar bin ich dann aufgewachsen mit der ersten Ausgabe der Zeitung Courage oder der ersten Ausgabe der Emma. Das war für mich was ganz Großartiges, diese Zeitungen in die Hände zu bekommen. Weil natürlich Berlin oder Köln waren erstmal weit weg. Und ich habe mir dann sozusagen auch über dieses Lesen diese Welt erschlossen. Weil klar, ich meine, Kirspe im Sauerland war jetzt nicht irgendwie das Zentrum der feministischen Bewegung. Und so bin ich dann halt sehr viel über Zeitungen oder Bücher zum Thema auch gekommen. Wurde das auch so ein bisschen belächelt? Och, ob das überhaupt irgendjemand richtig wahrgenommen hat, auch wahrscheinlich haben die nicht mehr Bedeutung beigemessen, als hätte ich was anderes gelesen. Also zumindest mein Umfeld hat, glaube ich, gar nicht so furchtbar stark reagiert. Vielleicht auch aus Unkenntnis. Kann alles sein. Zumindest gab es die Zeitungen im Sauerland zu kaufen, offenbar. Die gab's ja. Ich habe zwar, was weiß ich, zwei, drei Läden abklappern müssen, aber habe sie dann bekommen.